Gehen wir mal Bus fahren. Hoffentlich heute mal ein paar Runden. Stadt. Fahrrad steht noch. Sehr gut. So, und dann jetzt mal auf zum jetzt geht's wieder, okay. So, genau, am Geldautomat noch mal gucken, ob ich das Geld bekommen habe. Für die Arbeit und ob ich die von das Geld von der Beförderung bekommen habe. Wie viel das ist? Man weiß es nicht. So, gestern hat ja wie prognostiziert Lakinen sowohl Spielerrekord als auch ein Rekord für die, ich glaube, die meisten Neucharaktere, also die meisten eingereisten, neu eingereisten Charaktere gemacht. Das Team hat großartig gearbeitet. Oh, schon wieder Hunger. Da bouldern jetzt einfach mal alle Frikadellen, die wir haben, und trinken jeden Kakao, den wir haben. So viel Geld. 1, 2001, Geld. Überweisen. So, da muss ich jetzt mal hier meinen Spickzettel holen. Ah ne, ich habe das noch nicht aufgeschrieben. Überweisen. Dahin. 500. 1. 2021. ST Banner.
dauert denn das, bis das da auftaucht? Auslucken, einlucken. Jetzt ist da, okay. Hallo. Hallihallo. Bitte benutzen Sie die... ich zieh mich mal schnell um und dann bin ich gleich wieder da. Ihr fahrt ja jetzt wahrscheinlich City und Nord, oder? Richtig. Korrekt. Wie weit bist du? Ich hasse die Zweierlinie. So weit bin ich. Okay. Ja, es würde es jetzt eh kompliziert machen. Nord 2 darfst du ja, oder? Oder bist du Nord 1? Ja, ich könnte nur zwei machen. Ich muss den Weg dann zwar nochmal alleine. Das ist eine gute Frage, ob ich die schon gekriegt habe. Also es lief ganz gut, ich glaube schon. Ich fahre Nord 1 und ich mache in der Welle Nord 2 und wir fahren nachher mal eine Runde Nord 2 und ich gucke nochmal drüber. Okay, so machen wir es. Dann ziehe ich mich schnell um. Genau, alles klar. Bob, kannst du nochmal RDP anpassen, bitte? Jawohl. So, wir müssen sputen hier. Ja. Ich war keiner drin, ich schau da nochmal. Mein Gott. Okay. Jetzt bin ich gehechtet hier. So, okay, wir müssen. Bis dann, gute Fahrt euch. Ja, danke, gute Fahrt. Gute Fahrt. Fünfzehn auf Nord 1. City 1, Bus 4. D17, Nord 2, Bus 6. Nächste Haltestadt. Henry, müsstest du dann noch tanken den Bus? Check.
Da wollte ich. Oh, das Ding ist ja ungewöhnlich lang. Was ist das für ein Geräusch? Mein Gott, mein Herz. Nächster Halt, Alter. So. Wir sind eine Minute zu spät. Ich bin auch zu spät eingestiegen, weil ich mich noch umziehen musste. So. Die Ampel, der Hit. Oh Mann, ey. Dum, dum, dum. Die Nordine ist eigentlich ganz schick. So, und jetzt mal Vollgas hier. Wechseln. Wow, die Wolken sehen ja geil aus. Nächster Halt haben die West. Schneller wird er nicht.
Nächster Halt, Harmony Ost. Nächster Halt, Yellow Jack Inn. Nächster Halt, Sandy Shores Airfield. Nächster Halt, Sandy Shores. Wir sind wieder in der Zeit. Sehr gut. Schwebt da was? Ah, also die Linie, die Leitung. Okay. Nächster Halt, Grapeseed.
So, Vollgas. Da müsste er mir eigentlich gleich entgegenkommen. Wer schaut denn zu? Ein Zuschauer. Um die Zeit. Nächster Halt, Palito Bay Nord. Tja, ist er mir jetzt nicht entgegengekommen oder war er genau im Tunnel? Nächster Halt, Palito Bay Süd. Warum kann er... Ah, da vorne kommt er, oder? Nee. Hä? Das muss im Tunnel gewesen sein. Drei Minuten bis Trumash.
Nächster Halt, Schumasch. Sieht das Fahrzeug ja nicht so aus? Ist ja furchtbar. Tankstopp. Nord 1, Tankstopp. Nord 1, Tankstopp beendet. Check. Nächster Halt, Vespucci Kanäle.
City 1, wow. ZOB. Nord 2 am ZOB. Nord 1. Boah, es ruckeln auch deine Bauch echt kirre hier. Hallo. Laut RTP hast du die Freigabe oben, aber laut Datenblatt ist gar nichts eingetragen. Weder Nord noch City bei dir. Ja. Ich habe gestern in dem Trubel, habe ich gestern gemacht, diese Sachen. Ich kann sein, dass wir das gekriegt. Ja. Aber ich habe schon noch gesagt, trag das bitte nach. Was hat er gemacht? Nix. Naja, macht ja nichts. Ja, schön. Ja, macht ja nichts. Ich habe nur die schlimmsten Erinnerungen an die City 2. Also die City 2 ist überhaupt nichts für mich. Ich sag dir nur, das hatte ich auch durch. Ich sag dir nur, es wird noch schlimmer. Es wird geändert, ne? Das hat er auch erzählt. Mhm. Da gibt's dann noch einen Knoten. Also ja, das ist ja eh schon. Also die City 2, dann mit, wir haben ja gestern mit Umsteigen und so weiter, also mit Buswechseln und so weiter gemacht. Das war ja, genau. Furchtbar. Ja, richtig. Aber wenn du willst, können wir City 2 nochmal voranhängen. Wenn du magst. Ja, können wir üben. Aber ich sag dir jetzt schon, da wird nicht viel kommen. Also halt dich fest. Die 2, mach ich Nord 1. Ja, genau. Okay, Moment. Armer Bob. Getankt ist er. Ich mach dafür Venture, das ist schön. Sag mal, warst du jetzt bei der Nord 2 so schnell? Ist die kürzer? Du hast 23.23 Abfahrt, also du hast 23 Abfahrt in Alta und wenn du pünktlich bist, bist du 22.5 in Alta, wenn du überpünktlich bist. Dann stehst du nochmal fast 20 Sekunden stehst du in Alta. Ja, weil ich hatte erwartet, dass wir uns zwischendrin mal sehen bei Nord. Ja, wir haben uns wahrscheinlich im Tunnel begegnet. Genau, ich habe mir gedacht. Davor, aber sobald einer so ein bisschen, dann trifft man sich immer quasi im Tunnel. Da einer hinterm Berg, einer vorm im Berg. Ja. Ja.
City 2, welcher Bus ist das? Der Henry, ganz hinten, das? Oder? Der rote, warte mal, ist der, rot müsste der sein, ne? Rot oder orange? Rot, okay. Nee, der ist rot. Drei, okay. Ja, oh, ihr kennt die Nummern. Anstatt, dass wir die darauf schreiben einfach, ne? Drei. Ja, genau. Oder warum eigentlich Nummern? Warum eigentlich Busnummern? Warum nicht einfach den roten, den grünen und den schwarzen? Nee. Ja, nein? So machen es die meisten. Manche machen das im Funk und sagen die Farbe, wenn es gerade die Nummer nicht einfällt. Ja, es fällt ja niemandem die Nummer ein. Mir geht's ja nicht nur so. Also C2, Ausbildung... welche Nummer war es jetzt nochmal? Die 15. 15. 15. 15 Pferd. Also schreibst du Pferd. 15. 15 Pferd. 15 Pferd, genau. Ja, ich muss die Strecke noch lernen. Und dann hatten wir gestern auch noch Gäste. Ja, wir hatten wirklich keine einzige Tour. Ich habe Nord 2 und City 2 gemacht. Wir hatten keine einzige Tour, ohne dass Passagiere an Bord waren. Also wir haben Einreise parallel gemacht mit den Wegsagen, mit... Haha, das war super. Und der Funk war ja auch gestern. Leitstelle. So, gute Fahrt und viel Spaß. Fahrt, danke, dir auch. Ja, das stimmt. Ich hatte auch, und das Komische war, David ist auch, hat alle möglichen Linien gefahren und er hatte keinen einzigen Fahrgast. Echt? Und ich hatte bei jedem Bus auch Fahrgäste. Ja, wir hatten immer Fahrgäste. Nee, bist du schon? Doch, du hast sie ja. Nein. Ich hab's in. Doch. Jetzt hab ich's, okay. Jetzt hab ich's. Ich hab dir aufgemacht. Also nochmal. Arbeitsteilung. Was ist? Ja. Jetzt geht's. Okay. Na, manchmal sind diese Beeper da nicht schnell genug. Also, Bus 2 hast du gesagt, ist das? 3. 2 ist orange. City 2 auf Bus 3, die 15. Ein bisschen lauter musst du, glaube ich. Ja, ich hab's im Funk. 16 Nord 1, Bus 8. Ich funk dann immer mit dir, dann hörst du mich auch. Ja, so machen wir's. So. Wird zwar Bob wahnsinnig. Einmal rum hier. Das ist noch einfach, ne? Ja. Und jetzt geradeaus. Genau, eigentlich wie Nord 2, also. Also jetzt direkt geradeaus, oder? Im Stadtpark dann, ja, jetzt geradeaus, genau. Jetzt folgst du einfach erstmal Nord 2 und City 2 ist der Anfang dasselbe, das Stadtparkhaltestelle. Dass wir quasi auf der anderen Seite vom Stadtpark halten. Genau. Nach rechts, dass du dich auch rechtzeitig einordnest. Naja, hier ist aber eng, deswegen habe ich immer, hast schon recht. Dann musst du aber einen Blinker setzen, dass es nicht jetzt von rechts einer überholt oder so. Ja. Zur Sicherheit. Hier will man ja auch möglichst nah dran stehen. Genau. Alleine bist du jetzt hier. Wenn du zwei Linien sind, fährt der erste, fährst du bis an den Waisenkasten vor. Mhm. Dass der zweite die Tür noch ranbekommt. So, und jetzt war es hier links, ne? Geradeaus. Nee, geradeaus. Ja, Mann, ey. Ja. Siehst du, es geht schon los. Gleich am Anfang. Das ist so schrecklich. Komm, bleib auf der rechten Spur wegen der Haltestelle. Ach ja, natürlich, das MD kommt ja erst, rückwärts ist ja das MD. Pillbox Hill Medical Center. Jada. Ah, wobei die Nord hat jetzt gerade richtig Laune gemacht. Und jetzt auf den Highway. So, und dann aber gleich wieder runter. Und dann sind wir beim Mirror Park. Genau. Ja, das sag ich schon. Also wenn es MD umzieht, geht's hier auch nicht mehr lang. Ach so, oh, ja stimmt, es ist auch, kommt ja auch noch. Mhm. La Zona, oder wie heißt das? Mount Zona? Mount Zona. Ich hab's vergessen, wie es heißt. So. Die Haltestelle ist einfach nur Rockford Hills, sie wird verlegt. Machen wir mal hier. Nächster Halt, Mirror Park. Links. Das ist ja links auch, das liegt immer noch da, das Motorrad. Wo? Hinter uns. Ach da, okay. Das liegt jetzt schon seit Samstag? Hey, so. Müsste ja mal einer vermissen.
Weiter geht's. So, jetzt geht's schon wieder los. Jetzt. Moment. Also da vorne bei der Dings auf jeden Fall erstmal rückwärts. Ne? Also bei jetzt der. Erstmal geradeaus, 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 ne? Ja, ja, genau, genau. Dann kommen wir bei der Tankstelle hier vorbei, da fahren wir dann links vorbei. Also rechts. Genau. Das wäre dann noch, solange die Tankstelle auf dem Hof noch nicht angeklemmt ist, wäre hier dann eine Tankmöglichkeit immer ja. noch. Aber das wird sich ja bald, ich hoffe mal, ich denke mal, dass irgendwie noch Brandschutz, weil die Baustelle ist jetzt freigegeben, wir dürfen ja, deswegen stehen die Busse hinten schon wieder normal, wir dürfen auch hinten wieder langfahren. Okay. Aha, bleibt gleich rechts wegen der Haltestelle. Ja, stimmt, da vorne kommt es ja. Wir dürfen hinten wieder rumfahren um die Kurve. Es muss nur noch, ich denke mal, die Tankstelle, ich weiß nicht, ob die vom FT noch abgenommen werden muss, wegen Brandschutz oder so, keine Ahnung. So, nach vorne dann einfach vor dem LSPD links rein. Genau. Und dann nicht die nächste, nicht die Meteor Street, sondern die nächste danach. Genau, das ist dann jetzt, das Stück ist jetzt wieder wie Nord 2 auch. Ja, das Stück ist noch. Immer diese ganz, das, genau, hier fährst du ja mit der Nord 2 auch runter. Oder fährst du ja auch hoch mit der. Ja, mit allen anderen hoch, ne? Nicht die T-Kreuzung merke ich mir, dann merke ich mir dann die nächste, also die große Kreuzung. So, und jetzt hier. Genau, und da kannst du gleich in der zweiten, in der linken Spur bleiben, weil die eine wieder weggeht. Nach rechts. Nächster Halt, Alter. So. Na, manchmal. Das ist eine Umgewöhnung, gerade den Nordbus, der zieht gut, aber der hier, das ist ja. Wobei, der hier hat keine Ahnung, er hat mal wieder, zieht mal wieder fast auch bald keine Butter vom Brot. So, jetzt hier erstmal wieder überall rüber gucken. Naja, er rasselt ein bisschen, ne? Habe ich jetzt das Gefühl. Auch, ja. So, hier merke ich mir immer das Rockford Plaza. Ja, genau, da vorne, liegen. Vorne dann hoch. Aber wenn du vorne runterkommst, dann ist es ja, siehst du das ja auch. Ja, dann ist es einfach, ne? Wenn man von oben. Ja, runter. Ja. Oh, untenrum. Und jetzt, das letzte Mal mit Fahrgästen, mit drei Fahrgästen, ist hier fast stehen geblieben. Das war super. Ja, das ist ja der nächste Berg. Der hier geht ja noch, aber der nächste ist ja noch schlimmer. Finde ich. Bin ich gestern mit 11 Meilen hochgekrochen. Mhm. Denkst du, der geht aus? Fahren rückwärts. Ja, das Scheißmod liegt immer noch. Ja, es liegt immer noch. Ach, es liegt noch beschissener. Es geht mit ranfahren. Ja, wir haben wegen Venture viele Leute hier rausgelassen am Samstag, am Sonntag. So. Und jetzt hier auch wieder rechts. Genau, und hier musst du dann Schwung holen und Gas geben. Der Berg ist noch extremer. Ah, zu zweit geht's. Halbwegs. So, Winewood Boulevard haben wir auch geschafft. Die hier in der Stadt, das geht alles immer noch halbwegs. Das kann man sich auch noch super erschließen, wo das ist. Also auch jetzt auch Richmond und Morningwood, das ist alles noch super. Aber dann geht's auch wieder los, ne? Dann wird's wieder total kunterbunt. Nachher, oh Gott, hier liegt auch einer. Ja, das wusste ich aber schon, deswegen bin ich drüben geblieben. Also ich rechne damit, dass es alles so liegt wie gestern. Ja, und jetzt die Haltestelle ist ja auch, das liegt halt auf der Straße halt noch und nicht erst um die Ecke rum. Bei Richmond dann. Ja. Ja, das dauert noch ein bisschen, ne? Da vorne erst. Ja, ja. Das Häuschen, das wäre schön gewesen. Das ist da gerade das Gemauerte. Ja. Manche, was richtig schick ist. Ne, wenn es schon Richmond heißt, da vorne ist er. So. Und jetzt rechts und dann nachher vorne links. Wegen dem ganzen
Zäunen ist das hier sehr schlecht einsehbar. So, und jetzt gerade runter. Das ist ja auch dann die Verlockung, dass man hier einfach gerade runter segelt. Und schön in den Gegenverkehr rein. Ja. So, jetzt muss ich rum. Genau. Und da kannst du auch gleich auf diese Pfeilspur da bleiben. Ja. Na, du kannst ruhig auf der Spur drüben, dann brauchst du nicht noch rüberziehen. Ach, die meinst du? Okay, okay. Ja, genau, du kannst direkt auf die Pfeile ziehen, weil dann bleibst du direkt gerade und bist du gerade an der Haltestelle. Mhm, also der Perro haben wir auch geschafft. Brauchst nicht so eng rumziehen und kannst direkt geradeaus. Mhm. Ja, hier noch nicht. Ja, noch geradeaus. Bis mal Dani. Dani Records siehst. War dann erst. Jetzt ja, jetzt, ne? Ja. Genau, jetzt macht Dani Records. Guten Morgen. Und rum. Ab hier ändert sich dann auch alles. Hm. Jetzt muss ich zählen. Jetzt. Ja, einmal das, aber hier gibt es in Zukunft einen ganz großen Knoten. Ach so, na super, genau, weil wir hier zwischendrin fahren wegen Mount Sona, ne? Ja, hier fahren City 1 und Nord 1 komplett andere Wege. So, jetzt muss ich rein. Jetzt, genau, ich habe mir mal hier dieses Parkhaus gemerkt oder diese Glaskuppel davor. Ich weiß immer nur, dass ich falsch bin, wenn das Pferd da nicht kommt. Ja, genau. Wenn das Pferd nicht kommt, dann bin ich falsch. 17 für die 16 kommen. Warte, das bin ich, glaube ich. 17 hört. Falle dann später auch noch eine Runde City 2 kommen. Ja, check. Okay, dann bleibe ich dann auf Nord, aber erinnere mich dran, ich muss die City 1 später noch tanken. Okay, ja. Danke, 16 Ende. Links. Ja, links. Stimmt. Ja, Rockford. Ja, Rockford Hills. Ja, du hast recht. Eben bei dem Abbiegen, dadurch, dass du rechts reingezogen bist auf die Parkbuchten, was keine Spur war, deswegen hast du die Kurve so schlecht gekriegt. Ja. So, jetzt links. Jetzt links, genau. Ja, eben, das waren nämlich Parkbuchten, wo du rechts rüber gezogen bist. Ah. So, und da vorne rechts. Da kannst du, genau. Guten Morgen! Ah, Alice! Hallo! Ich habe nichts auf meinem Soundboard. Oh, scheiße. Wir fahren dann nach rechts. Ja. Ja, wir fahren dann nach rechts. Oder links. Probier mal links hinten rum. Fahr mal links. Ich will jetzt. Oder demnächst. Ach nein. Fuck, da kommen wir ja nicht hin. Ja, fahr jetzt rechts. Jetzt fahr ich rechts, oder? Ja, ich werde jetzt einfach nur oben gefahren. Wir hätten links fahren, rechts vorher fahren müssen. Wir kommen ja jetzt nicht auf die Straße oben. Wir queren jetzt die Straße von unten. Jetzt haben wir einen leichten Umweg. Ja, kann das denn sein, dass ich nicht einmal dieses Ding zu Ende fahren kann, ohne dass irgendeiner hier Alarm macht? Gucken ist. Nee, fahr weiter gerade. Ja, wir hätten links fahren müssen. Links und dann rechts. Dann wären wir auch schneller gewesen. Wir sind doch links und rechts gefahren. Wir hätten rechts und dann links. Oben wir hätten auf die Brücke müssen wir hier oben über uns. Mhm. Jetzt musst du nämlich nochmal um die Ecke fahren. Jetzt links und dann wieder links. So, dann gucken wir mal. Wieder links. So, wenn ich mir was wünschen kann, dann wäre das von Alice, dass das jetzt das mal sagt. Wo parken die Leute denn überall? Gut, gucken wir mal, was sollten wir. Ja, das ist hier Maßarbeit.
Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr Glück als Maß aber wahrscheinlich. Jetzt rechts, oder? Rechts, ja. Gut, dass hier drei Spuren sind. Oh. Ist nicht für den Bus gemacht, die Strecke. Nee. So, immerhin. Zurück auf Beach. Ja, wir hätten hinten über ein Dings fahren müssen. Ja. Hinter den Kanälen die Haltestelle rechts, dann links, dann wieder links und dann wären wir auch normal gewesen. Genauso, das Ding ist auch so eng hier neben den halt, neben den Parkbuchten. Hab ich wegschleppen lassen gestern. Die Autos standen auf unserer Strecke, ja, auf unserer Straße. So, jetzt muss ich dir leider einen anderen Knoten setzen, weil einerseits kannst du hier bei der Strecke auf der linken Spur bleiben, weil die verengen sich vorne. Stimmt. Und zum anderen ist leider unsere Route, wie wir jetzt das fahren würden, blockiert durch ein Auto. Ja, perfekt. Wir fahren dann quasi jetzt entgegengesetzt der City 1. Und halten auf der falschen Straßenseite in Little Seoul, weil wir kommen nicht. Ich müsste mal die Augen zurück zu fahren. Jetzt fährst du links, fahr mal links. Ja, da vorne steht immer noch der Pickup. Das darfst du dir jetzt nicht merken. Ja, das ist ja super. Ich hasse die City 2, die ist so scheiße. Jetzt nach rechts. Ja, normal fahren wir hier andersrum, also gerade und dann, aber du wirst gleich sehen, warum. Ja, jetzt fahren wir genau hinter auf der anderen Straßenseite. Und jetzt fahre ich da vorne rechts, ne? Aber du musst es nachher dann, wir müssen es noch machen, indem du andersrum fährst, weil so rum fahren wir offiziell nicht. City 1 müssen wir jetzt auch gerade so fahren. Ich zeig dir gleich warum. So, und jetzt halten wir hier vorne. Da, genau. Falls jemand kommt. So, und jetzt geradeaus, ne? Jetzt ja, rechts. Ach man, ey, ja. Ja, das ist jetzt hier, das darfst du dir nicht so merken, wie es ist. Das ist jetzt ein bisschen tricky gerade wegen, ich zeig dir gleich warum. Es geht ja, ich jetzt sehen, außer das Auto ist weg. Guck da vorne, siehst du den Grund? Der Pickup, ja. Da kommt man nicht vorbei. Genau, der steht komplett her und du musst auf den Bürgersteig ausweichen. Hast du mal beim PD angerufen, dass den wegräumen? Das haben wir vor um 11 gemacht, ja. So, jetzt fahre ich bis unten, jetzt hier links, genau. Ja. Nein. Weil anders ging es jetzt nicht. Sonst hätten wir die komplette, komplett Little Seoul streichen müssen. Naja, passt schon. So haben wir La Puerta wenigstens auch noch mitgenommen. Zu spät sind wir auch noch. Glaube ich. Naja, okay, bis 8 haben wir 48, 8 haben wir Zeit, ja, aber 45. Das schaffen wir nicht mehr in der Minute, sein. Ja. Nee. Wie so, und jetzt fahre ich geradeaus, ne? Und dann fahre ich, weil nicht ausgeschildert der Flughafen von hier. Ja, du hältst dich auf der rechten Spur quasi immer geradeaus und dann immer auf der rechten Spur halten. Ja, genau. Ganz rechts halten. Aber das hätte die hier umgebracht, wenn sie mal ein Schild aufgestellt hätten, ne? Überall stehen sinnlos Schilder, aber hier nicht. Ja. So, da vorne. Und dann kommen dann die schönen LSIA-Schilder. Genau. Was wir merken, bei der ersten Einfahrt von hier hältst du dich immer rechts und beim zweiten Mal hältst du dich links und biegst du nämlich gleich links ab vom. Ja, das stimmt. Mal gucken. Also jetzt ist ja, es ist unglaublich schwer, sich das zu merken, wenn man es andersrum sonst gewohnt ist, weil die City 2 ist eigentlich keine City 2, sondern ist eine komplett andere Linie irgendwie. Also gefühlt gegenüber der Nord 2 auf jeden Fall. So, warte mal kurz. Wenigstens, damit ich hier nicht umfall. Oh, ist halt doch so sehr Hunger. Und dann machen wir gleich los. Ab hier fahren wir bis auf Weiteres jetzt. Das wurde gestern bei der Dienstbesprechung. Ich weiß nicht, ob du die Dienstbesprechungsprotokoll schon gelesen hast. Ja, ich war dabei. Stimmt, du warst dabei. Dann habe ich es ja erwähnt und weißt du ja, was jetzt ist. Einmal auf Sicht fahren alles. Probieren wir nochmal das PD. Ja, also was ich meinte, Alice, ist,
Du hast das BTK immer so ausgesprochen und das muss ich mir unbedingt mal aufs Soundboard legen. Der Kollege hatte heute vor ein paar Stunden schon mal angerufen wegen einem Auto bei Wiesel News, was die Straße blockiert komplett. Wissen Sie, ob der ACLS schon mittlerweile besetzt ist? Okay, weil wir mussten nämlich den Linienweg etwas verändern, damit wir überhaupt Little Soul anfahren können, weil man muss komplett über einen Grünstreifen fahren, das geht gar nicht. Mhm. Genau. Und dass wir das wegschieben? Ja, ich weiß. Ja, genau. Das wäre nur die Frage, wenn der ACLS, genau, ob sie da mittlerweile schon was erreicht haben. Na gut. Gut, ich hatte schon mal eine Verkehrsmeldung gemacht wegen den für die Fahrgäste und so, dann passt das. Okay, dann mehr war es nicht. Hallo Zuschauer, acht. Ja, sag mal alle Hallo in den Chat. Perfekt, dankeschön. Schönen Tag. Ciao. So, jetzt wird es gleich wieder spannend. Da vorne gleich erstmal rechts, ne? Und dann kriegen wir den nicht selber weggeschoben, wenn wir da jetzt über Zeit haben? Also mit dem Bus oder wir zu zweit? Ja, genau. Na, vielleicht hat er die Handbremse nicht angezogen, dass man den mal irgendwie zur Seite schiebt. Meinst du? Ja. PD meinte, der hat die Handbremse angezogen. Ah, das PD war schon da. Ja. So, eins hier rechts. Genau, schön einlenken. Dann sagst du so, einlenken. Genau, und beim zweiten Mal bleibst du gleich auf der linken Spur, kann man sich das merken. Ja, bleib gleich auf der linken Spur. Links. Links. Links abbiegen. Ja? Ja, ach so, ja natürlich. Das waren das zweimal die Abkürzung und einmal sind wir anders gefahren. Tatsächlich. Oh Mann. Deswegen sage ich ja, beim zweiten Mal musst du da auf der linken Spur fahren. Beim ersten auf der rechten, beim zweiten auf der linken Spur. Ja, ich hatte das jetzt verwechselt mit bei der zweiten Abbiegung hier auf der Straße, ach, dass oben. Erstmal gerade sein soll und dann da vorne. Nee, gleich auf der linken Seite bleiben. Und da vorne fahren wir jetzt auch links. Nee, rechts. Das rechts und dort links. Sonst komm mal. Ihr habt eine Streckenführung hier, ist sensationell. Also die City, das ist einfach ein komplett anderer Planet an Streckenführung verglichen mit den anderen. Die anderen sind irgendwie logisch, aber das hier. Bleib links, genau, auf der Spur. Jetzt müssen wir links an der Verkehrsinsel vorbei. Ja. Da ist die Haltestelle nämlich in der Verkehr, also auf der rechten Seite von der Verkehrsinsel. Genau, und wenn du da aber jetzt keinen siehst, kannst du links vorbeifahren wegen dem auf Sicht fahren. Da ist auch keiner, ich sehe keinen. Ein Stoppschild, hat Spaß, wie der mich ein Stoppschild. Das stimmt, und das Rumzirkeln hier, weil ich muss jetzt hier rechts. Richtig. Genau. Und das Rumzirkeln hier in dem Stoppschild, das habt ihr euch auch echt super ausgedacht. Da kommt man nicht so einfach rum, wenn man es nicht, also. So, mal weiter hier. Müssen wir mal überlegen, wann der nächste drüber war. Das war der nächste, ne? Da vorne. Immer geradeaus. Achso, jetzt wegen Achso, Rancho kommt jetzt da vorne, ja. Stimmt. Genau, hier sind die Parkbuchten, die du drum fahren musst, genau. So, und da vorne haben wir. Das ist auch geil, wenn sie mitten auf die Spuren immer noch Parkbuchten machen, wo du denkst, das ist eine Spur und dann sind es hier wie hier auch, das sind Parkbuchten, wo du Ja, dann steht da nie jemand, sondern auf der Straße. Ja. Aber du darfst erst hier vorne reinziehen, weil du fährst komplett über Parkplätze quasi. So, und dann fahren wir hier lang. Müssten sie wie in anderen Städten mal so eine Busspur machen, dass da extra noch Bus steht. Ja, das wäre doch Luxus, oder? Genau. Jetzt hältst du dich auf der linken Seite. Bevor die hier eine Busspur machen, machen sie eine Straßenbahn. Genau, ich muss da vorne links. Ja. Und dann wieder links. Bevor es hier in der Stadt eine Busspur gibt, gibt es eine Straßenbahn. Wahrscheinlich. Und du kannst dich weiter auf der linken Seite halten. Der Schlagloch. Ja, da müsste auch mal was gemacht werden, aber das passiert. Sieht man ja. Ich glaube, die Pylonen hier vorne stehen schon seit ich hier bin. Ist der noch da? Nee, der ist weg. Im Rückspiegel geschaut, dass ich den nicht über den Haufen fahre, wenn der gleich da hinter uns. Ja. So, hier kannst du auch gleich auf der linken Spur bleiben, weil hier hast du immer die rechten Spuren, die biegen immer ab. Man kannst du immer auf der Spur bleiben, komplett, bis wir abbiegen. Und halten hättest du nicht müssen, weil Aufsicht. Weil wir haben jetzt schon, jetzt ist Abfahrtszeit Pillbox.
Deswegen, die City 2 ist am Ende so ein Durchgehassel. Also ich, bevor man die City 2 anbietet, warum bieten wir nicht zweimal dann die Verstärker für die City 1 an? Jetzt links. Dann hast du hier links den Ring of Fire. Hier steht keiner, fahr hier außen rum. Sparen wir uns wieder ein Stoppschild. So, und jetzt hier rechts, oder? Rechts, genau. So, und da vorne, das kommt auch die geilste Engstelle der Welt. Architektonisch super geplant. Ja, genau, jetzt müssen wir rechts, links, ne? Rechts ein Schild, das man abräumen kann. Da hat irgendwer eine scheiß Mülltonne umgeworfen. Ich weiß auch wer. Die Ampel, die noch. Jo, und lass rollen. Oh Mann, ey. Jeder hat schon diese blöde Mülltonne mitgenommen. Und jetzt hier rüber, ne? Ja. Die ist bei mir auch schon geflogen. Ich weiß, wer die Mülltonne mitgenommen hat am Samstag. Echt? Ich nicht. Ist jemand anderes gefahren. Ich weiß auch nicht wer. So, also dann müssen wir jetzt gleich da vorne aufpassen beim Stoppschild. Jetzt rechts, genau. Ne? So, hier rechts wäre die Haltestelle gewesen, aber wir fahren ja auf Sicht. So, und ich würde jetzt hier gleich rechts fahren. Ja, ich fahre auch immer hier rechts. Ja. Auch wenn da jetzt die Baustelle ist. Das ist egal, hier hast du ja eigentlich Platz. Und jetzt links. Genau, dann hast du nämlich... Brauchst du nicht doch mal Stadtpark großartig umher zirkeln im Kopf und geradeaus fahren. Ja, und vor allem nicht nochmal an der Haltestelle vorbeikommen. Ja. Also man verwirrt ja nur die Fahrgäste, wenn man dann nochmal vorbeifährt. Ja. City 2 am ZOB. Zu spät. Die ist sowieso immer die letzte Linie, die einen trifft. Aber ich du kannst jetzt auch wieder über den Hof fahren. Du kannst wieder über den Hof fahren, gell? Ah, okay. Das Announcement kam noch nicht, deswegen bin ich da vorhin auch rückwärts rein. Wie Stratum ist denn das eigentlich? Ist das deiner? Nee, der müsste... Der Chris hat gesagt, dass er sich ein Stratum holen will. Der hatte doch ein Stratum. Achso, ist das nicht der? Ja, aber ich... Wie ist er denn gestern heimgekommen? Oder war der hatte einen Motorrad gestern. Okay. Hat ein Motorrad unten, er ist doch so motorbegeistert. Hm. Ja. So. Okay, das war jetzt mal eine Tour. Aber ich sehe gerade, ich muss schon wieder los. Du musst los. Na, ich habe gerade noch einen Termin demnächst. Okay, wann? Ja, ungeplant. Jetzt gleich? Oh. Ja, jetzt gleich. Ich kann nicht noch, also noch eine Runde schaffe ich jetzt nicht. Okay, dann... Ich würde versuchen, dann nachher nochmal wiederzukommen. Aber ich bin auf jeden Fall heute Abend nochmal da. Ja, dann bin ich auch da. Genau, ich muss, Fahrschule mache ich heute noch. Also die anderen haben ja sozusagen, die anderen haben ja gesagt, ne, sie nehmen ihren Führerschein und betrachten den Führerschein mal als vollständig, ne, hier so. Bei mir steht ja auch schon alles drauf. Aber fahren darf ich es halt noch nicht. Nee, Motorrad steht noch nicht drauf. Nee, Motorrad steht noch nicht drauf. Okay. Ja, genau. Ich brauche halt alle. Ich habe alle bezahlt, also will ich auch alle haben. Ja, richtig. Und das haben sie noch nicht rausgegeben. Und da habe ich mich gestern selber gekümmert, dass ich meine Fahrstunde noch kriege, meine Fahrprüfung. Und die wäre heute Abend. Ah ja, okay. Die meinten, machen sie parallel. James ist auch noch da heute Abend wahrscheinlich. Ja... Und jetzt, hast du das Auto stehen sehen? Den Stratum? Nee, hier den bei Diesel News. Ja, der steht schön. Richtig blöd, ne? Der steht richtig blöd und es ist immer noch kein AC-Lester. Ich habe gerade nochmal mit dem PD telefoniert und ich mache wieder deine ganze Planung hinüber, weil Henry ganz kurzfristig weg muss. Ja, tut mir leid. Das trägst du jetzt ein.
Ich mach das, ich bin gerade drin. Ich hätte mich jetzt auch bereit erklärt, das hätte ich jetzt auch noch geändert. Also dann bin ich da nachher. Gut, dann erinnere mich, ich tanke jetzt dann die City 1 oder willst du, ja, du bist auf Nord, dann tanke ich die City 1 und nachher erinnern wir uns mal dran, dass wir die City 2 dann tanken, oder? Waren da jetzt nur ein Balken? Wie viele Balken? Da waren zwei Balken weg, also da ist noch genug drin. Ja, okay, tanken, ja, müssen trotzdem dann. Ja. Wenn ihr die dann nicht mehr fahrt, kann ich sie auch tanken nach Dienst. Also, ja, oder genau. Ihr fahrt dann. Okay, genau. Machen wir's dann. Ach, das wird ein Fest, ja, wenn das Ding da hier steht, wenn die Säulen da vorne stehen. Das guck mal, da brauchst du einmal nur vorziehen, rückwärts ran, tanken, vorziehen, einparken. Ja, genau, das machst du dann einfach. Mit CD 2. Aber das wird lustig, wenn sie dann alle dann der Reihe nach da stehen. Genau. Die stehen dann bis raus. Dann habt ihr jemanden wie James, 1 Liter, 2 Liter. Ja, wir können froh sein, dass das so schnell geht mit dem Tanken. Dass das hier so Anlagen sind. Wer weiß, was das für eine Anlage wird, ne? Wer weiß, was das für eine Anlage wird, wie langsam die ist. Ich meine, nichts im Leben kommt. Der tankt dann nur noch Kleinmenge. Genau, nichts im Leben. Fahrt, ne? Ja. Alles klar. Okay, dann mache ich auch mal los. Ja, danke für die Runde. Ich muss mir das nochmal mit dem Fahrrad abfahren oder so. Das ist ein Heiden Durcheinander. Es ist doch auch nicht so aufgezeichnet, oder? Auf der Karte, diese Strecke. Doch, das Einzige, was glaube ich habe noch eine andere Karte, ist beim Flughafen. Ist irgendwie im Dings ein bisschen was anderes eingezeichnet. Der Flughafen ist... Okay. Die zweite Runde. Das zweite Mal Richtung Chamberlain ist in der Karte für die Leute anders eingezeichnet, wie wir es mal auf dem Plan hatten. Ich muss mir das alles nochmal, ich muss da nochmal ganz in Ruhe, muss ich mir das zu Gemüte führen, das ist furchtbar. So, ja, tut mir leid, dass ich jetzt so kurzfristig ab muss. Ja, kein Problem. Aber manchmal ist das mit den Terminen nicht kommt, beeinflussbar. Kommt genau, ja. Genau. Ja, das stimmt, das ist ja kein Ding. Alles klar. Das ist ja das Schöne hier an diesem flexiblen Job. Ja, das stimmt. Macht man das schnell. Ja, und macht Spaß. Ich jetzt noch gerade noch das Venture. Ja. Okay, dann danke für die Runde. Ich zieh mich mal um und bin dann nachher wieder da. Genau, vielleicht dann bis später, genau. Bis dann. Tschüss. Ja, das tut mir jetzt leid. Aber das Real Life ruft, da kann ich nicht. Das kann man immer so reinschieben, deswegen ist ja Busfahren gerade schon geil. So, 5 Zuschauer, wer seid ihr denn alle? Ich will wissen, wer ihr seid. Bin neugierig. So, du darüber. Zack. So, und das hier rüber. Ich glaube, die Sachen könnte ich mal mitnehmen. Die haben sie ja gesagt. Kann man mitnehmen. So. Geht das schon hier? Kommt da schon was? Tank? Nee. Ich sehe sie schon alle mit ihren Privatfahrzeugen da tanken. Kann man das einschränken? Ich überlege gerade. Ich glaube, das kann man einschränken. Na, mal sehen, vielleicht wird das ja gar kein... Ich! Hallo, Lintara! Ja, das freut mich! Es sind irgendwie... Das sind schon jetzt mehrere Teamler, das finde ich gut. So. Dann mal... Oh Gott, mein Herz. Was hat er denn da jetzt gemacht? So... Andy, setz dich hin. Mein Gott, der will nach Hause. Oh, das freut mich. Ja, stalken, da habe ich nichts gegen. Ich habe den Discord zu, deswegen, also, der ist nicht auf meinem Bildschirm oder auch nicht in der Nähe. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ihr das auch live übertragt und kommentiert. Das wäre gemein. So. Ich bin super stolz, dass ich mich überhaupt schon in der Stadt halbwegs zurechtfinde. Ja. Henry findet alleine nach Hause, das ist irgendwie IQ 500.
Also ich habe überhaupt gar kein, ohne Navigationssystem wäre ich in der normalen Welt komplett aufgeschmissen. Und wenn ich überlege, wie viel Kurven, ich meine, ihr habt es ja gerade gesehen, oder vielleicht habt ihr es gerade gesehen, wie schwer ich mich mit diesen neuen Routen tue. Jetzt die Nord und die City, die kann ich. Aber die Runden rückwärts und dann nicht nur rückwärts, sondern auch noch mit Abänderung links und rechts. Ja, bewertet das mal. Bewertet es, indem ihr Bus fahrt. Ihr müsst immer Bus fahren. Ich verstehe gar nicht, warum Homeland mit solchen dicken Autos unterwegs ist. Fahrt doch einfach mit dem Bus und holt die Leute ab. Das wäre es doch. So den Homeland-Bus. Ich mache dann Busfahrer. Da passen übrigens auch immer mehr rein. Ne? Ich meine, das sind doch immer manchmal, also manchmal sind es doch so garstige Verbrecher. Die müssen abgeholt werden. Es gibt sogar, glaube ich, so einen Schulbus und es gibt, glaube ich, so einen Gefangenentransporterbus. Den habe ich schon mal gesehen in manchen Streams. Niemand da, niemand da. Eigentlich wollte ich ein rotes Fahrrad, aber silbern, glänzend, Chrom-Ding ist auch. Komm, Henry. Nix. Er kommt nicht hoch. Unglaublich. So. Oh, halbwegs gut geparkt hier heute. Wir hatten da gerade gehupt. Hat sich ein bisschen wie ein Bus angehört. Oder ein LKW. Hier fahren auch manchmal die Mülltransporter durch und die Cypress-Leute. Das muss ich jetzt probieren. Kann ich das Ding einfach zur Seite stellen? Nee, geht nicht. Mache ich jetzt auch nicht. So. Weiterfahren, Henry. Zu schön wäre es gewesen. Er steht wirklich im Weg, ganz schön im Weg. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Ah, da fällt mir ein. Okay, sehr gut. Nichts im Anschubfach. Ich hatte Blumen in meinem anderen Fahrrad. Hallo Zuschauer. So. Ich bin jedes Mal, wenn ich an mein Haus gehe, bin ich gespannt, wer wieder hier wohnt. Es ist immer noch der Herr Frau Frost. Deswegen ist von oben immer so kalt. Und der Herr McCarthy wohnt hier. So. Zum Schrank einsortieren. So, hier, ne? Blumen. Aber es spricht ja niemanden Henry an. So, rote Anzugweste kommt in die Spalte rot. Weißes Hemd kommt in die Spalte weiß. Okay, Henry, zeig mal, wie sieht es denn aus? Ja, genau, das geht nur mit der Weste. Holla. Dum, dum, dum. So machen wir Fahrschule nachher.
So. Ah, wobei. Der andere ist besser. Ist ja nachher dunkel. Nein, ich schließe nichts ab. Warum auch? Sollen sie halt klauen. Sollen die Crime auch mal was bekommen. So. 7 Leute und 7 Leute. 7 Zuschauer. Ja. Was ist denn jetzt die Bewertung? Ihr habt jetzt hier geschrieben, ihr bewertet das. Ihr habt das geschaut und bewertet das. Was ist denn meine Note? Was bekomme ich denn? Ich muss bestimmt noch besser werden. Stets bemüht oder sowas. Das wäre jedenfalls typisch. So. Und da spielt noch jemand anderes GTA, deswegen schicke ich euch zu Dennis. Ja, ich glaube, zu Dennis ist ganz gut. Könnt ihr mal Hallo sagen von mir. Bis dann.